sind jetzt um 9.42 Uhr auf dem Weg von unserer Unterkunft in Sada in ein Örtchen, das ist so ungefähr 45 Kilometer entfernt. Da fahren wir jetzt hin, das heißt Obrovac. Und in Obrovac gibt es einen Fluss, der fließt durch Obrovac und fließt durch große Teile des Umlandes, der Zermania. Da sind übrigens auch Winnetou-Filme gedreht worden in der Nähe, aber da kommen wir später zu. Und in diesem Obrovac werden wir jetzt eine kleine erste leichte Wanderung in Kroatien machen, über vielleicht 8 bis 10 Kilometer maximal. Wir sind jetzt in Obrovac angekommen und hinter mir seht ihr, glaube ich, dieses wunderschöne alte Lost Place Busbahnhof-Grippe. Nicht schön, aber es ist hier der Ausgangspunkt zu unserer heutigen Wanderung. 3 Kilometer hin, 3 Kilometer zurück. Und da vorne geht es los. Und da nehmen wir euch jetzt mit und wir freuen uns schon direkt an der Zermania-Schlucht oder an dem Zermania-Fluss entlang und auch ganz eben, genau richtig für uns, nach einem Tag Einleben, zweiter Tag heute bei uns in Kroatien. Und wir machen jetzt eine ganz entspannte, gemütliche Wanderung mit euch. Naja, wer auf Lost Places steht, für den ist das vielleicht was. Also eins steht fest, es ist heute ziemlich heiß. Ja, das sehe ich auch so. Vielleicht gibt es ja mal schattig zwischendurch. Vielleicht können wir auch irgendwo unsere Füße in den Fluss halten. Fest steht auch, es gibt staubige Füße heute. Hier kann man natürlich super Kanu fahren. Das kennt ihr ja schon aus den Filmen von Winnetou. Da hat sich ehrlich gesagt nichts dran geändert, außer dass die Bötchen vielleicht jetzt ein bisschen moderner sind. Hier sind übrigens auch überall so kleine Picknickbänke. Das ist natürlich mega schön, nur jetzt aktuell gerade ehrlich gesagt viel zu heiß. So, hier ist ein ganz toller Wanderweg auf jeden Fall entlang des Zermanias. Der ist echt gut ausgebaut. Man hat die ganze Zeit den Blick auf den tollen Fluss. So, der Weg wird hier auf jeden Fall ein bisschen schmaler und steiniger. Aber wunderschön. Mega heiß, aber traumhaft. Traumhaft schön, warm, aber perfekt zu gehen. Boah, zum Glück haben wir leckeres Obst dabei. So, liebe Freunde. Wir können hier zwar nicht schwimmen, aber es sind ja hier bestimmt 30 Grad, die Sonne knallt, es ist mega heiß, es ist wunderschön, wie ihr seht. Und wir haben uns gerade diese Flasche Wasser voller Zermania-Wasser voll gemacht und ich habe mir die gerade, wie man vielleicht sehen kann, über Kopf, Hals und Nacken geschüttet. Und jetzt kommt noch der Rest, Achtung! Da oben an den Bergzipfeln, die ihr da seht, das ist der Tulove-Grede, das ist oben im Velebit-Gebirge. Und da sind ganz viele Szenen von Winnetou gedreht worden, unter anderem auch sein in Winnetou 3, sein Tod. Da ist er gestorben. Ja, und außerdem sind da die Gräber von Inchuchuna und Chochi. Genau,